aber wir kommen näher ran, also fahren wir scheinbar nach oben. Nach oben. Nach oben. Letzten neuen Grafiktreiber. Ich glaube kaum, aber das ist daran nicht. Das ist ja schon extrem strange. Mal her, da Muschi. Papa muss Action machen. Action, Action, Baby. Ich bin bereit. Echt jetzt. Gute Detektivarbeit, Jensen. Ja. Zurück zur Zentrale. Ja, bin bereit. Ja, hoffentlich hat Richard diese Frequenz gefunden. Sie sagen es. So, dann mal los hier, ne? Jetzt kommen wir langsam mal zum Finale. Ich habe mal nachgeguckt, so weit ist es gar nicht mehr. Dann haben wir es durch. Passt mir ganz gut. Wegen Rage. Steht ja vor der Haustür, meine ich. So lange kann das nicht mehr sein, bis Rage rauskommt. Rage, Release. Release. So. Gucken wir mal eben hier nebenbei nochmal. 15.09. Was? Ist ja da schon draußen sein. Verpasst. Achso, 4.10. Also nächste Woche. Hey, ich habe eine Nachricht für Sie, Jensen. Von Pritchard. Er sagt, dass er nicht im Büro ist. Toll. Wo denn? Und was genau soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, Sie sollen sich beim Boss melden. Ja, was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Beim Boss melden, sagt sie dann. Also weiß es doch. Nur das Stück Scheiße. Ah, okay, der Wut, ey. Hab ich eigentlich mal gehört, hier zu pimpen? Und, oh, guck mal, da haben wir dafür was. Mehr Tragevolumen kaufen. Ein bisschen wenden. Ist eigentlich auch eine geile Sache. Da sollte man schon mal nichts gegen sagen, ne? Sie mehr tragen ist ziemlich geil. Gibt's denn hier noch Rückenaugmentierung? Reflexverstärkung. Neutralisierung mehrerer Gegner. Bla bla bla. Stabilisator. Schleichoptimierung, Hautaugmentierung, Panzerung hört sich auch geil an. Ist nur einer verfügbar und das kostet 2 oder was? Das ist ja schon ziemlich nuttig, ja. Verbrauch 0. Verbraucht man keine Energie oder was? Sprungoptimierung. Sprünge bis zu 3 Meter. Ich würde sagen, der Speed-Move, der ist schon. Also erstmal. Upgrade abhängig. Das wäre so teuer hier, was so eine Kack. Was ist eigentlich der Ding? Der kostet auch zu viel. Hier. Das ist auch zu viel. Rückstoß. Verringert Rückstoß. Ach, damit wir ihn da kaputt machen, dann klauen wir es einfach mal. Den können wir nicht benutzen, den Aufzug. Ich denke doch.
Jupp. Fuck Wuckel, da mal. Fuck Wuckel, Fuckbaro, hä? Hä? So. Dann geht's hier. Oh, Video. Seraph? David ist gerade kurz weg, Mr. Jensen. Was ist denn jetzt los? Ich hatte gehofft, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Darrow, ich bin überrascht, dass Sie wissen, wer ich bin. David spricht in den höchsten Tönen von Ihnen. Er sagt, Sie sind bei der Detektivarbeit wie ein Hund mit einem Knochen. Haben Sie Ihre Wissenschaftler schon gefunden? Was hat er Ihnen noch erzählt? Im Laufe der Jahre? Sehr viel. Heute bin ich aber als Freund und Wissenschaftlerkollege hier. Es wird da draußen ziemlich turbulent, finden Sie nicht auch? So viele Leute, berauscht von der Revolution. Die Vereinten Nationen werden gedrängt einzugreifen. Und das alles nur wegen meiner Technologie. Seit damals haben sich die Dinge verändert. Ja, nicht wahr? Und mein alter Freund David möchte jetzt, dass ich uns ins gelobte Land führe. Er hat mich gebeten, UN-Vertreter nach Banshire einzuladen, um sie zu überzeugen, dass eine Regulierung der Industrie unnötig ist. Ihr Geoengineering-Projekt im Arktischen Ozean? Die Anlage hätte ohne die Hilfe augmentierter Arbeiter niemals errichtet werden können. Und wenn sie fertig ist, wird mein kleines Loch im Meer die globale Erwärmung stoppen. Ein perfektes Vorzeigeobjekt, finden Sie nicht? Wenn es funktioniert? Sie meinen, wenn es uns nicht alle umbringt. Adam? Sie sind zurück? Kann ich Sie draußen sprechen? Gehen Sie zum Helipad. Sie fliegen zurück nach Hengsha. Frank hat eines der GPLs aufgespürt. Nur eines ist es... Sevchenkos. Aber Adam, wir mussten dafür einen Gefallen beim Verteidigungsministerium einfordern. Das bedeutet, dass die Verschwörer vermutlich wissen, dass ich komme. Lauf. Noch mehr Runner hier. Jensen sagt, dass wir nicht überreagieren dürfen. Jensen Button. Schön Pott hier. Ist nichts los auf dem Pott. Ich habe mich gerade nicht richtig aufgepasst, was muss ich jetzt eigentlich machen? Konto Gorosch, weiß ich erst in ein paar Minuten, dass sie. Nee. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Komm ich da hin? Hier lang? Ach genau, hier war das, ne? Mit... Ja, das sieht auch gut aus hier. Fundamentalistisch, würde ich sagen. Jawoll, das CB hat schon, die fliegt mich jetzt Ranger. Ranger, bitch. Der Boss sagt, wir fliegen wieder nach Hengsha? Pritchard hat Sevchenkos GPL-Signal geortet. Wenn er lebt, gibt's eine Chance, dass die anderen auch noch leben. Aber keine besonders große, Jensen. Wir arbeiten schon die ganze Zeit mit minimalen Chancen. Wie Sie meinen. Kann's losgehen? Ja, von mir aus können wir machen. Mach mal. Was du heute kannst, besorgen. Aufbruch. Das verficke nicht. Dann springen Sie rein. Huh?
waren die mal wieder ein bisschen faul und haben sind nicht auf den Kirche gekommen, nochmal eine neue Welt zu machen. Spyboy. Die Flugsicherung von Hengscher hat eben unsere Freigabe widerrufen. Wir werden umgeleitet. Das gefällt mir nicht. Ignorieren können sie die wohl nicht einfach. Tolle Idee. Die chinesische Regierung. Ich muss mich fügen. Bravo Echo Echo 008. Fliege zu vorgegebenen Koordinaten. Scheiße! Wir haben eine Boden-Luftrakete am Arsch! Sehr schön. Action! Was hat er? Alle Systeme ausgefallen! Festhalten, könnte häufig werden! Springen Sie! Jetzt! Action ohne Ende! Maximum War. Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. Suicide oder was? Die Piatsch. Oh, ich glaub, die ist am Arsch, die Alte. Die ist raus. Naja.